Willkommen zu einer weiteren Folge Meistigen Monsters. Wir platzieren heute in diesem Video das drittletzte Monster auf der magischen Kreuzung. Und ich nehme gerade das Video, glaube ich, um 3 Uhr nachts auf, also richtig, richtig spät, aber egal. Am Sonntagmorgen kann man das ja mal machen. Let's go. Und genau, heute geht es um das Monster Yogg-Lur. Das ist das hier. Yogg-Lur heißt das. Und hat zwei Elemente. Ich glaube, Feuer und das andere muss dann wahrscheinlich Psycho sein. Und genau, los geht's. Da ist es am Start. Oh, ich weiß gar nicht, was das für ein Sound ist, aber keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Und da ist es auch schon sehr schön. Sind wir mal gespannt auf den Sound. Es gibt anscheinend irgendwie keine Belohnung, aber... Oh. Sehr schön. Okay. Sehr interessant. Ja. Also mehr bisher nicht, oder? Ach, doch, jetzt. Oh. Ist das so ein Glockensound oder ist es so ein bisschen was anderes? Auf jeden Fall sowas ähnliches. Na? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ah, okay, sehr schön. Also ich glaube, Glocken ist es nicht, oder? Nö, ich glaube sogar, das war's schon. Ja, ist auch egal, wenn es weitergeht. Yogg-Lur. Also die letzten beiden Monster sind einmal Herr Hohl mit so einem Trommelsound und das andere ist auch ein Trommelmonster. Das ist das hier, Squat. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das klingen wird. Jetzt haben wir Yogg-Lur freigeschaltet. Ich weiß gerade persönlich momentan nicht, was das für ein Instrument ist. Ich dachte erst, es wäre so ein Glockensound, aber ich glaube eher nicht so. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Wenn ihr es wisst, Leute, gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde auch mal später nochmal googeln, was das genau für ein Instrument ist. Das findet man nämlich ziemlich schnell raus. Keine Ahnung. Finde ich aber ganz gut gemacht. Passt auch ganz gut auf die Insel. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir nehmen als vorletztes Monster auf der Insel einfach mal das Squat und als letztes den Herrn Hohl. Beides Trommelsounds. Und dann sehen wir auf jeden Fall mal weiter. Und ich glaube, als drittnächstes Video, sag ich mal so, wird es auf jeden Fall das Seltene. Die seltene Form, ich glaube Zupfschnabel heißt das Monster. Werde ich das Monster nochmal platzieren und dann als letztes Video, als viertnächstes Video, wird dann nochmal der komplette Sound auch mit dem seltenen Monster nochmal am Start sein. Und dann wird erstmal kein anderes Video mehr kommen. Und haben halt somit die magische Kreuzung abgeschlossen mit allen Monstern. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.